Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady, es geht weiter mit dem Bewerten, aber erstmal gehe ich auf die Statistik ein, was sich hier getan hat. Ich habe jetzt aktuell ein Upgrade auf 76% und 1193 Bewertungen habe ich durchgeführt insgesamt. So, in der letzten Folge hatte ich 67% und 7181 Bewertungen. Das sind plus 9% und 12 Bewertungen. Ja, wäre schöner gewesen, wenn es ein bisschen mehr gewesen wäre, aber das liegt einfach daran, dass vielleicht viele Bewertungen noch nicht durch sind. Ein kleines Beispiel zum Beispiel, genau, wie immer. Ein kleines Beispiel zum Beispiel. In der letzten Folge gab es einen Spielplatz. Der ist noch nicht angenommen. Dabei ist das eigentlich ein sehr, sehr, sehr eindeutiger Wayspot. Aber selbst da ist die Bewertung noch nicht durch. Der Golfball, wo ich eventuell mich falsch entschieden habe, dass ich den, also falsch entschieden habe, den abzulehnen, dass man den hätte annehmen müssen, aber selbst der ist noch nicht im Spiel. Dann gibt es noch, aber eine Sache war im Spiel oder habe ich gefunden und das ist dieses Stromhäuschen. Falls ihr euch daran erinnert, leider kann man die Bilder nicht größer machen. Ja, das ist doch schon mal was. Wenigstens das ist da. Gut, aber dann können wir jetzt loslegen. Hat sich was mit meinen Vorschlägen geändert? Ich gehe mal nicht davon aus. Ich denke, sie sind immer noch in der Warteschlange. Und das, obwohl ich eigentlich schon in einem Gebiet wohne, wo es nicht so viel gibt. Ja, alle drei noch in der Warteschlange. Okay, naja, dann arbeiten wir uns mal weiter vor. Mit einem Upgrade wird das dann richtig schnell gehen. Ist halt nur die Frage, auf welches setzt man das Upgrade dann dran. So, wir haben hier ein Kreuz. Das soll einen anderen Titel bekommen. Da das aber französisch ist, sage ich, nö, mache ich nicht. So, Weißstorch. Der Weißstorch, da geht es um eine Infografik. Infografik. Ja, eine Infotafel. Ist keine Grafik. Ist fest und aufgebaut. Oh, mit Sitzgelegenheit. Cool. Infotafel der Weißstorch, eine Station des Naturpfads, Wissenwertes über Störche und ihre Gepflogenheiten. Ja, das hätte ich mir aber eigentlich, also das hätte man eigentlich in die, hallo, in die Beschreibung packen können. Ah, was ist denn da los? Seit wann kann man da überall hinklicken? Na gut. So, die Tafel ist noch nicht da. Okay. Vielleicht trotzdem mal ein bisschen reinzoomen, um mal zu gucken, wie sich das hier so verteilt. Okay. So, ein Tafel ist die historisch-kulturell. Ja. Optisch einzigartig. Ja. Sicherer Zugang. Ja, sah zumindest danach aus. Ne? Sitzgelegenheit ist sogar da. Es war kein richtiger fester Fußweg wie hier drüben, aber es ist eine große Wiese anscheinend. Vielleicht ist ja hier hinten noch was, was wir nicht sehen können. Und auf den Satellitenbildern kann ich das auch nicht sehen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist ein bisschen blöd. Was ist das da? Ach, das ist der Stein. Ja, okay, das kann man sogar vielleicht hier erkennen, dass das dieser Stein sein soll. Aber so wie es aussieht, hat es zu dem Zeitpunkt, als es diese Satellitenbilder gegeben hat oder gemacht worden sind, überhaupt dieses Ding noch nicht gegeben. Kann ja sein. Also, naja, wir können wenigstens 3 Sterne geben für, ja, wir glauben, dass es dort ist. Und Hinweistafel. Hinweis. Ups. Hinweisschild. Ja. Absenden und nächstes. Ah ja. Diese Ruhebank ist ein Geschenk von Carsten Friedrich. Allianzvertretung Hermannsburg. Stiftung gestiftet März 2009. Okay. Der Ort heißt aber Bergen.
Ich liebe solche Bänke. Ich liebe solche Bänke. Ist das ein Treffpunkt? Ist so eine Bank ein Treffpunkt? Warum hast du nicht den Wanderweg? Röhrendamm. Ja, ob das vielleicht sogar. Also wenn dieser Damm nicht nur Röhrendamm heißt, dann wäre das vielleicht auch ein Wayspot, was besser wäre als die Bank. Ja, sie ist zwar eine geschenkte Ruhebank. Ich kann mich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich dazu überzeugen, diese auch annehmen zu müssen. Woran liegt das? Wir versuchen das vielleicht mal gerade nachzuvollziehen. Wenn man mal hier reinschaut. Aber ich glaube, dass den Punkt gibt es so nicht mehr. Also es gab mal das Wort Gedächtnisbank. Aber das Wort taucht jetzt hier gar nicht mehr auf. Da haben sie halt doch schon einiges rausgenommen. Nee. Ich finde dazu leider nichts. Eine Bank ist halt ist Massenproduktion, könnte man sagen. Ist das jetzt ein Treffpunkt? Die Bank könnte man echt als Treffpunkt nehmen, oder? Was haben wir unter gute Treffpunkte? Genau, Pavillons, Poststellen, Gaming, Comicbuchläden, Bibliotheken, Plätzepark, Brunnen. Ja, aber, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Deswegen werde ich dieses Mal 3 Sterne geben. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Sonst habe ich mich immer für irgendeine Seite entschieden. Was ist das eigentlich für ein Wayspot? Ach, der Röhrendamm. Das ist ja mal richtig cool hier. Voller Durchgang. Nice. Okay. Historisch-kulturell? Keine Ahnung. Optisch einzigartig? Also, man könnte sagen, ich weiß nicht, ob die Person, die hier draufsteht, was Besonderes gewesen ist. Dieser Carsten Friedrich. Klingt nämlich für mich einfach nur, ja, jemand, ein Versicherungsvertreter aus einem Nachbarort hat sich einfach dazu entschlossen, hier eine Bank zu stiften. Ja. Ist das deswegen jetzt was Besonderes? Muss ich das jetzt deswegen annehmen? Ich weiß es echt nicht. Sicherer Zugang würde ich normalerweise jetzt was anderes machen. Theoretisch ist das ein sicherer Zugang. Aber ich möchte den ganzen Wayspot nicht irgendwelche mehr Punkte geben. Also wenn man jetzt mal nach einem Punktesystem gehen würde, dass wenn pro Stern irgendwie eine bestimmte Anzahl an Punkte wäre, dass er deswegen anders eingeordnet wird. Deswegen bleibe ich dabei. So, dann absenden. Okay. Oh, ah. Wähle die Fotos aus, die Kriterien verletzen. Ich gehe mal davon aus, dass hier mehrere Fotos zu einem Wayspot eingereicht worden sind. Und die Kriterien verletzen. Theoretisch könnte man auch sagen, welches Bild sollte man hier nicht zu dem Wayspot hinzufügen. Und dann wäre ich natürlich dann eher angedacht, wäre für mich eher angedacht, nur ein Bild davon zu nehmen. Alle Fotos erfüllen die Kriterien, könnte man theoretisch sagen. Ich würde aber das gerne rausnehmen. Und die beiden Bilder sind sowieso identisch. Warum soll es so viele Duplikate geben? Also ich würde nur dieses Bild hier annehmen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Blücherring. Dieses Schild wurde Gebhard von Blücher gewidmet. Es war ein preußischer Herrenführer in den Napoleonischen Kriegen. Jawohl, okay, das ist aber im Endeffekt das, was eigentlich unten drunter steht. Na gut. Okay, das
Ist doch schon mal interessant. Also ich finde sowas ist ein Wayspot. Es kann natürlich sein, dass jetzt überall, wo Blücherring steht, vielleicht so ein Schild unten drunter ist. Aber ich sag mal, eins pro Ort kann man da ruhig schon annehmen. Pro Straße. Logischerweise. Scheint ein sehr neuer Wayspot zu sein. Hier liegt gerade Schnee. Außer es ist vom letzten Jahr. Hahaha. Wäre nicht undenkbar. Schild mit geschichtlichem Hintergrund. Absolut POI-würdig. Ist okay, kann man so schreiben. Finde ich gut. Finde ich in Ordnung so. Sag den Bewertern mal was, was POI-würdig ist, weil manche Bewerter wissen das gar nicht. So, das Schöne an solchen Straßenschildern, man kann die Straße nicht fälschen. Das heißt, laut der Karte muss es ja diese Straße hier ja geben. Ne? Also von daher kann man jetzt schon quasi sagen, dass der wahrscheinlich stimmt, der Standort. Aber gut, also es ist noch nicht eingereicht worden, das passt. Historisch-kulturell ja, optisch einzigartig ja. Natürlich ist es eigentlich nicht optisch einzigartig. Das liegt daran, dass man sich das pro Ort anschaut. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Ort anschaue, gibt es hier Straßenschilder mit geschichtlichem Hintergrund? Nö. Ist also auf jeden Fall schon mal sehr optisch einzigartig. Wenn es davon jetzt schon 5 Stück geben würde, dann könnte man vielleicht 1 oder 2 Sterne schon wieder abziehen. Je nachdem. Es ist keine Serie. Bei einer Serie würde man wieder anders bewerten. Sicherer Zugang. Also ich würde das dann anders bewerten. Ob das jeder so macht, ist natürlich eine andere Sache. Sicherer Zugang, ja, auf jeden Fall. Wir haben den Fußgängerweg auf dem Umgebungsbild sehen können. Vermutlich ist das auch die richtige Kreuzung. Davon gehe ich aus und deswegen gebe ich auch 5 Sterne. Hier ist die Hecke, die ich auch auf dem Bild gesehen habe. Vielleicht können wir das nochmal kurz abgleichen. Haben wir irgendwas vom Hintergrund? Ja, das Problem ist nur, dass es ist beschneit und deswegen kann man die Dachfarbe nicht abgleichen. Aber das Haus, in welche Richtung das steht und dass dahinter ein Haus steht, das genau andersrum steht, könnte man theoretisch schon erkennen. So, also, ja, das Haus steht in die Richtung. Und direkt dahinter steht ein Haus in die andere Richtung. Yep. Und deswegen würde ich sagen, das stimmt so. Das ist kein Zufall. Ein Hinweisschild ist das. Es ist zwar ein sehr kleines Hinweisschild, das sehr leicht, sehr häufig vorkommen kann. Aber das ist quasi dasselbe wie das Parkschild, was ich mal vor einigen vorletzten Folge hatte. Naja, so, worum geht's hier? Genauerer Standort. Okay. Also ich finde ja beide schlecht, ne? Das da ist im Gebäude und das da ist im Gebäude. Also ich finde beide doof. S2 Zellen prüfe ich aktuell nicht. Könnte ich aber mal echt mal wieder machen. Ob der eine Punkt oder der andere Punkt in der einen oder anderen Seite müsste. Wir schauen mal, wo das Ding heute ist. Aber die Adresse steht hier nicht einfach so. Das wäre schön, wenn Niantic mal einfach die Adresse, wie sie es auch bei neuen Wayspots dann irgendwie drunter schreiben. Das wäre echt super. Dann wäre das nämlich wesentlich einfacher, danach zu schauen. Okay, dann muss ich jetzt auf Google Maps gehen. Mir die Koordinate rausfummeln aus der URL. Ja, das ist das da. Kopieren. Dann gehen wir doch mal hier rein und geben das hier ein. Müsste, glaube ich, auch gehen. So. Konnten wir da vorhin einigermaßen erkennen, wo das ist? Ja. Hier ist jetzt aber gerade eine andere Kartenansicht. Das müsste das hier sein, oder?
Ja, genau, das ist das da. Hä, das steht doch heute an einer wunderbaren Stelle, hätte ich jetzt fast gesagt, aber müssen wir mal gerade hier die Karte zurücksetzen, damit wir vielleicht ein bisschen was sehen. Vielleicht können wir. Nö, wir können hier die Karteneinstellung nicht ändern. Das sieht aus, als wäre es mitten im Gebäude und dann wieder nicht. Weil. Ah, hier. So. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Also, heute steht der Wasteboard hier und er soll da hoch. Okay. Ich finde sowas eigentlich eine ganz gute Information. Dann kann man wenigstens sagen, ja gut, dann nimm halt den anderen. Dann nehmen wir halt den. Ich wüsste, also ich gehe mal davon aus, es ist eine S2-Zellenverschiebung und deswegen nehme ich einfach den anderen. Und absenden. Wie, was, Wiese für Insekten? Infoschild, Wiese für Insekten. Ja. Ist zwar leider ein sehr billiger Wasteboard, sage ich jetzt mal. Das kann jeder, könnte theoretisch jeder ausdrucken, laminieren und auf dem Holzstab draufschrauben. Überhaupt kein Thema. In der Theorie. Aber wir können uns ja die Umgebung vielleicht mal anschauen, wo das ist. Also, es könnte ein Privatgarten sein, es könnte aber auch ein Park sein. Naja, ein Park. Es ist auf jeden Fall öffentlich. Aber ja, wie gesagt, es sieht ein bisschen billig aus und könnte, naja, Massenproduktion. Es wäre sehr leicht, mehrere davon hinzustellen, könnte man sagen. Aber es passt auch zur Umgebung, das Schild. Also von daher würde ich sagen, ja, das ist ein Wasteboard. Öffentliche Grünfläche mit sicherem Zugang mit Bürgersteig. Ja, das passt. So, kein Duplikat. Haben die noch andere solche Schilder? Sie haben zwar Schilder, aber das sind richtige Schilder, keine laminierten DIN A4-Seiten, sag ich jetzt mal. Ja, nee, das sieht ganz gut aus. Okay. Also, historisch-kulturell. Ja, auf jeden Fall. Optisch einzigartig. Ja. Es gibt zwar andere Schilder, aber das hat nichts damit. Das ist was anderes. Man darf das nicht so sehen. Oh, das ist ein Infoschild. Oh, da ist noch ein Infoschild. Ah, ist nicht mehr optisch einzigartig. Nee, so sollte man nicht denken. Sicherer Zugang. Ja, haben wir gesehen. Wow, was ist denn das hier für eine Portalkette? Wasteboardkette. Wow. Sieht schön aus. Das ist ein Paradies. Man könnte meinen, es könnte ein Paradies sein, aber man weiß es ja nicht hundertprozentig. So, ja, ich würde sagen, man könnte erkennen, dass es dort ist. Und man könnte das vielleicht hier mit diesem Haus ja abgleichen. Mal gucken, wie viel wir von diesem Haus sehen können. Ja, okay, fast gar nichts. Das ist natürlich schade. Wir haben nur, was wird das Einzige, was wir hier richtig gut erkennen können, ist dieser Schornstein. Und das ist schon ein bisschen. Dass das kein einfaches Haus ist. Hätte ich jetzt gesagt. Also ich würde sagen, das hier könnte der Schornstein sein. Und dass es hier mehrere ne, also so mehrere Dächer gibt, das konnte man auf dem Bild auch erkennen. Also ich würde sagen, ja, der Standort stimmt. Ich denke, dass man das hier ganz gut einschätzen kann, dass das hier richtig ist. So, Schild, Naturobjekt, Hinweisschild. Informationszentrum. Was ist denn ein Informationszentrum? Und vor allem kommerziell. Interessant. So, was steht denn nochmal auf dem Schild? Von der Anspruchnahme der städtischen Grünfläche bitten wir abzusehen, zur Widerhandlung verpflichten. Zum Schadensersatz. Okay, also das ist eigentlich nur ein Hey, lass die Wiese in Ruhe. Naturschutzgebiet sozusagen, ja? Das ist wie so ein Schild hier. Das hier ist Naturschutzgebiet. Bitte lassen Sie die Natur in Ruhe. Okay. Also wenn dann das da. Aber nicht Naturobjekt. Oder? Obwohl Schild Naturobjekt.
Theoretisch ist, glaube ich, beides völlig in Ordnung. Und eigentlich ist es eh nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Aber ist das Schild überhaupt ein Wayspot, wenn man sich den Text drauf durchliest? Das ist halt die große Frage. Es ist eigentlich nur ein Hinweisschild, das hier Naturschutzgebiet quasi ist. Ja, ich würde sagen, das ist einfach ein Schild für Naturschutzgebiet. Ich bin gewillt, was anderes auszuwählen. Es abzulehnen. Oh Mann, ey. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Was mache ich mit dir? Ich befürchte, dass das kein Wayspot ist. Und ich das deswegen vielleicht ablehnen sollte. Aber wie soll ich das ablehnen? Ich denke mal, dass ich hier was reinschreiben sollte. Ich könnte sogar ohne. Ach, man kann mittlerweile auch gar nichts reinschreiben. Es ist eigentlich nur ein Verbotsschild, Naturschutzgebiet. Das Schild sagt nur aus, dass dies ein Naturschutzbereich ist. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das hätte ich mir vorher durchlesen sollen, was auf dem Schild draufsteht. Immer nur auf die Bilder geguckt. So, wähle den besseren Titel aus. Ist schon wieder Frankreich-Zeit, oder? Ach, nicht nur Titel. Auch Beschreibung. Nö, mache ich nicht. Nichts. Sollen die Franzosen sich selber angucken, wie sie das gerne haben möchten. Das kann ich ganz schlecht sagen. So, wieder eine Fotoauswahl. Da ist vielleicht ein neues Foto hinzugefügt worden. Und ich finde, beide Bilder sind in Ordnung. Beide Bilder sind vor allem sind sie auch unterschiedlich. Das eine ist sogar bei Schnee und das andere ist ohne Schnee. Ja, auch wenn das hier eine andere Perspektive ist. Leicht schräg und nicht von vorne. Aber ich glaube, das ist deswegen keine Ablehnung. Muss man deswegen jetzt nicht rausfiltern. Feldgeschworene Estenfeld. Okay, ja. Hier geht's. Also wir haben einerseits einen Aussichtspunkt hier, einen richtigen Aussichtspunkt mit Infoschild, wo sich was befindet. Und es gibt anscheinend sogar einen QR-Code, den man dann abfotografieren kann und dann was mitmachen kann. Eine Karte mit gesamten Umgebung von Estenfeld, ja. Eine Sitzbank zum Überblicken der Felder. Okay, ja, das ist ein Wayspot. Ah ja, das ist die Sitzbank, okay. Schöner Ausblick, eine Karte für die Umgebung und QR-Code für weitere Informationen. Ja, das ist super. Aber das gibt's schon. So wie es aussieht. Wir scrollen mal hier rein. Also das ist wirklich derselbe Standort. Also das gibt es schon. Als Duplikat markieren und absenden. Oh, man kann da dann auch abschließen. Aha, das ist, glaube ich, neu. So, wir haben hier in Frankreich wurde hier eine Landkarte fotografiert, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Die anscheinend dort wirklich, die hängt da, okay. Also von dem ersten Bild aus hätte ich gesagt, ja, klar. Ich hänge mir jetzt auch ein DIN A4 Blatt irgendwo hin und fotografiere das ab. Stimmt aber gar nicht, das ist eine richtige, das ist schon so ein Material. Das wirklich draußen überlebt und nicht gleich beim nächsten Regen kaputt ist. Also, das sehe ich hier deutlich. Okay, ja. Gut, dann ist das ein Wayspot. Scheint öffentlich zu sein. Ist noch nicht im Spiel. Das Schöne ist ja, in Frankreich gibt es fast immer ein Street View. Und wir sehen, dass es leider 2013 noch nicht da hing. Okay. Das heißt nichts, wir können aber sagen, dass der Standort zu 100% stimmt, weil das ist definitiv das Haus, was wir da sehen.
leider ein bisschen wenig Umgebung, muss ich sagen. Man kann es aber erkennen, dass es da ist. Also, okay. Dementsprechend bewerten wir das dann also wie folgt. Historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Ein sicherer Zugang, ja. Wir haben zwar hier keinen festen Fußweg, aber es ist sehr viel Platz zwischen Straße und dem Wayspot. Also ist da, finde ich, ist es sicher. Keine Ahnung, was ist das? Ich glaube, das lasse ich mal weg. Ich habe keine Ahnung. Eine Karte, Navigationskarte, also Karte. Ich gebe mal Karte ein. Kartenverlauf, Karte, Schild. Ja, okay, Karte, Schild. Es war kein Schild, aber es gibt halt kein, wie man das auch immer nennen mag. Okay, das ist jetzt aber der letzte. Ach, guck an. Happy Cat. Gumm. Nein. Neuried. Ach, ich denke gerade, den kenne ich doch. Ist aber woanders. Aber es ist die gleiche Katze, die ich auch, also dieselbe, die gleiche, dieselbe. Nein, die gleiche. Echt keine Ahnung. Gumm01-Katze. Ja, habe ich doch, aha. Gibt's auch beim Edeka auch. Ja, für mich ist das ein Wayspot. Das ist am Eingang von Mühlen. Mhm. Da fahre ich jeden Tag dran vorbei. Kann man sich dann hier auch nochmal anschauen. Das stimmt auch. Apropos, das Willkommensschild, das könnte man aber auch als Wayspot einreichen. Fällt mir da gerade auf. So, okay, ja. Örtlich, über Gehweg, jederzeit erreichbar, Standort über Google Maps ersichtlich. Davon gehe ich auch aus. Und ich finde es jetzt gerade interessant, ich glaube, dass Mühlen mehr als nur 4 Wayspots hat. Das ist interessant, nämlich hier hinten der Bereich, der wird hier uns nicht angezeigt. Dabei gibt es hier hinten einen Wayspot. Das finde ich interessant, weil klar ist ein bisschen gestreckt hier, aber obwohl das hier auf der Karte recht deutlich noch zu erkennen ist, wird das nicht mehr mit angezeigt. Nur dieser Ausschnitt hier. Das finde ich sehr interessant. Das kann aber sein, dass das unterschiedlich ist. Also in Städten glaube ich, dass die dann viel weiter rausgehen, so. Und dann viel mehr Wayspots anzeigen. Das ist übrigens mein Spielbereich hier. Das ist wirklich der Nachbarort. Da kann man fast schon hinlaufen. Wenn man hier hinten am Spielplatz ist, dann kann man ja hinten ohne Probleme hinlaufen. Ist nicht weit. Aber ja, man kann von hier hinten im Dorf, bis da vorne bestimmt 6 Kilometer zurücklegen. Also ist das Ding historisch-kulturell? Ja, es ist Kunst, ich würde sagen ja. Ich bewerte das natürlich ziemlich gut, weil es in meiner Nähe ist. Es ist kein Tag, also von daher ist das schon in Ordnung. Finde ich gut, dass sie jetzt da ein neues Bild drauf haben, weil es war eine ganze Zeit lang, sah das ganz anders aus, diese Stromhäuschen. Optisch einzigartig, ja. Sicherer Zugang, ja. So, jetzt gucken wir uns das Satellitenbild an, das ist ganz wichtig. Wir sehen nicht alles. Vielleicht müssen wir kurz hier auf Google Maps gehen. Man kann erkennen, dass da ein Häuschen ist. Das ist aber alles. Das ist aber alles. Mehr kann ich hier nicht erkennen. Dass das der Eingang von Mühlen ist, ja. Ich hoffe, das können die anderen Leute so auch erkennen. Ich weiß es, dass das stimmt. So, dann ist das ein Graffiti. Kunstwerk Graffiti. Und wir sagen abschließen und beenden. Vielleicht können wir uns ganz kurz die vorgestellten Wayspots angucken. Ein Sportverein, klar, ist ein Wayspot. Ein Königsberggipfel, Stein eingemeißelt mit
5, 6, 8 Meter. Das sind wahrscheinlich die Höhenmeter oder so. Mhm, okay. Und dann noch hier eine Navigationskarte. Alles klar, wissen wir Bescheid. Schauen wir uns die Statistik an. Ich habe 1% dazu bekommen. Sehr nice. Und jetzt bin ich bei 7205 Bewertungen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Und bis zum nächsten Mal. Batsch!